Willkommen zurück zu Ice Climber. Im letzten Part haben wir schon Berg 20 geschafft. Also ja, wir werden wirklich nicht viele Parts für dieses Spiel brauchen. Das kann man nicht kaputt machen, okay. Wie komme ich denn überhaupt da hoch? Ah. Da komme ich doch nie im Leben durch. Gut, dann muss ich wohl doch eben einfach warten, bis er es zugemacht hat und dann irgendwie anders da hoch. Der Vogel. Das Flugschema von diesem Vogel ist einfach so verdammt unberechenbar, aber auch so verdammt präzise. Der ist immer genau da, wo man selber hinspringt. Oder generell sind die Gegner immer genau dort, wo man gerade hinfällt, wenn man runterfällt. Da gibt es kein Entkommen. Was ist denn das für ein beschissenes Timing hier? Ja? Ah, ah! Okay, jetzt nichts Falsches machen. Ja. Ja, yes. Okay, hier können wir ein Safe State setzen. Nummer sicher. Damit haben wir auch Berg 21 geschafft. Ich mal überlegen, wenn wir in, was war das jetzt, 3? Meine Güte, ich bin aber auch echt ein Trottel. In 3 Parts 20 Berge schaffen. Wie viel brauchen wir dann noch? Es sind ja jetzt nur noch 9. Jetzt sind 12. Nee, nicht 12. 22? 31 oder 32? 9 oder 10. Ich stecke hier mitten in der Wand fest. Das ist auch nett. Obwohl man natürlich auch noch mit einberechnen muss, dass wir auch immer länger für die Level brauchen. So. Jetzt da hoch. Ich sagte, weg mit dir. Okay, das habe ich jetzt nicht gesagt, aber vorhin bin ich doch darauf gelandet. So. So. Dann warte ich jetzt, bis du das da fertig gemacht hast, dann springe ich da links hoch. Du kannst mich mal. Und du jetzt auch.
Und verfehlt. Und jetzt geschafft. Dass man das immer alles abwarten muss, bis das weg ist. Okay. Weiter geht's. Obwohl wir ja schon im schwierigeren Teil des Spiels sind, kommen wir gut voran. Das ist schön. Ich gehe einfach zur anderen Seite. Hier ist es netter. Das ist gar nicht mal so eine schlechte Taktik in diesem Level. Einfach zur anderen Seite gehen. Es dauert aber ein Weilchen. Warum rutschen die Toppies nicht immer auf diesem Weg entlang? Was soll es denn jetzt eigentlich sein? Ist das dann ziemlich rutschiges Eis oder ein Fließband? Oder, also für mich ist das ja eigentlich ein Fließband. Das Eis, das fängt ja hier erst mit dem hellblauen an. Außerdem erklärt das nicht, warum man von alleine dann da rutscht. Was sollte das denn jetzt? Okay, wir sind hier. Diese Reihe ist irgendwie immer safe. Das ist gut. Es sei denn, der Vogel kommt und ruiniert einem den Tag. Nein! So wichtig ist die Karotte jetzt auch nicht. Es funktioniert nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe. Oh Scheiße, wir haben nur noch 10 Sekunden. Hallo? Die Zeit davon gegangen. Das ist auch noch nicht oft passiert. So. Und jetzt sind wir hier oben und haben noch mehr als 20 Sekunden. Was für ein Kontrast. Heute ist wohl nicht mein Tag. Es wäre eine noch größere Challenge, wenn man auch wirklich immer versucht, jedes Gemüse mit einzusammeln. Ich weiß gar nicht, ob ich das könnte. Ah, nein! Nicht noch weiter runter. Ey! Hurensohn. Sorry, aber es musste jetzt sein. Dann noch. Ja. Es werden immer mehr. Oder immer weniger, die noch kommen.
Diese Gegner, die sind einfach wirklich immer genau da, wo man gerade ist. Wenn man mal irgendwie durch ein kleines Loch fällt, dann ist da ein Gegner. Oder schon die Schlucht. Die lassen mich auch nicht da hoch. Hoch mit dir. Ich hab doch... Okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so leicht jetzt funktioniert, aber ich nehme es hin. Ah, fast. Na! Seht ihr, sowas meine ich. Genau sowas meine ich. Wartet, ist das jetzt wieder dieses Level, oder? Weiß ich das... Ja, es ist das, oder? Ich denke schon. Okay, hier geht's also am einfachsten. Na, ah! Ah, yes! Diesmal auf Anhieb. So, ja, hier sind viele Wolken. Ist mir vorher schon an der riesen Lücke hier aufgefallen. Da müssen ja viele Wolken hier sein. Und da ist das Timing ja nicht immer ganz synchron. So wie jetzt. Aber für was habe ich denn Save State? Genau, für die Wolken. Nein. Ah! Es ist echt leicht, sich in diesem Spiel umzubringen. Wollte ich nur mal gesagt haben. Ah! Nein! Ich hoffe jetzt einfach mal, wir haben genug Zeit. Ja, sollten wir schaffen. Ich bin ja nicht nach Highscores aus. Aber trotzdem will ich den Level beenden. Komm. Komm. Mit exakt 4 Sekunden. 4,0. Schon 25. Vielleicht schaffen wir das Spiel auch schon im nächsten Part durchzuspielen. Da hochzukommen könnte ziemlich fies werden. Wo komme ich denn hier überhaupt hoch? Oh, da. Und ich renne direkt in ihn rein. Wie bin ich denn jetzt hier reingekommen? Egal. Was war denn das jetzt? Kann mir da mal eine Erklärung für geben? Dann... Fast. Wir waren fast. Das Spiel pusht einen wirklich richtig in die Gegner rein. Oder kommt mir das nur so vor? Da kann ich doch jetzt nicht der Einzige sein, der sowas
denkt, sowas hier erlebt. Nein. Ah, ich hab's geahnt. Hier, dort wo diese Zahlen dran sind, kann man zum Glück nicht von den Gegnern getroffen werden. Weg mit dir. Wo kann ich hoch? Wo soll ich hoch? Ah. Oh nein. Ich hätte es nicht riskieren sollen. So. Jetzt noch den Vogel weg. Dann sind wir sicher. Okay, die Stage war jetzt einfach. Die Bonus-Stage. Ich werde schon wieder angerufen, ich glaub's nicht. Das ist der Eisclimber-Fluch. Ich werde immer mitten im Part angerufen. Erst von meinem Vater und jetzt von meiner Mutter. Ach komm, ich save-state mich da hoch. Oh. Hab das gespeichert. Nein, dann kann wenigstens nichts passieren. Arsch. Stell dich mal vor, das wäre in der echten Welt auch so. Wenn man aus dem einen Ende rausgeht, kommt man vom anderen wieder rein. Wisst ihr, wo sind dann die Grenzen? Da teleportiert man sich ja eigentlich einfach nur random irgendwo hin und her. Entweder das oder die Welt ist ziemlich schmal. Gut aus. Nein, das wollte ich nicht. Kommt hier auch ein Toppi auf dieser Ebene? Jetzt mache ich das einfach so. Wenn es geht. Geht das? Ja, es geht. Aber nicht so wie geplant. Das war auch nicht geplant. Na gut. Am besten beende ich den Part dann mal hier. 5 Berge, das ist nicht schlecht für einen Part. 20 Minuten sind um und meine Mutter will bestimmt irgendwas von mir. Dann rufe ich die am besten jetzt gleich mal zurück.
Mein Vater am besten auch, damit das nicht direkt nochmal passiert. Naja, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Zum wahrscheinlich letzten Part. Wie viele Berge kommen noch? 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. In ein oder zwei Parts haben wir das Spiel durch. Wow. Es ging echt schnell. Na dann, ciao.